Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Omsi 2 der Omnibus Simulator. Heute sind wir mal relativ realistisch unterwegs. Und zwar fahren wir heute mit einem MAN Line City DD auf der Map Berlin Spandau Modern M und Z Version 2.1. Mit einer realen Wagennummer, und zwar 3338, stationiert auf dem Betriebshof Spandau, mit der Leiser-Werbung auch original auf diesem Bus. Jo. Na super. Wie wir hier wieder sehen, Omsi hat schon wieder seine Tage. So. Mach nochmal reales Wetter Berlin an. Draußen sind 14 Grad, so kalt. Na jo, das Herbst, meine Menge jetzt. So, Linie 137.0001, glaube ich. Mal kicken, was sagt er uns jetzt? Genau. So, starken Reimerweg. Ein Seitenschild gibt es, glaube ich, gar nicht hier für die Map. Ne, schade. So, dann wählen wir uns einfach mal einen Fahrplan aus. 137. Goldkäferweg um 53. Hier, dann spul ich einfach mal vor um 50. Oh, jetzt wird schon ein bisschen trübe hier. Dann. Ja, wenn es da nicht funktionieren will. Auch auf der Linie 137 werden Doppeldecker eingesetzt. Jetzt fahren wir mal ein bisschen durch Berlin. Mal was anderes aus, aber nur X10. Hallo. Hallo, Tag. Tag. Jetzt ein bisschen zügiger. Danke. Ich spule noch mal eine Minute vor. Kommt noch jemand? So. Schalte bitte weiter. Dankeschön. Ah. Genau, rechts geht's ja nach Falkensee. Auf dem 337er. Den wir, wenn ihr wollt, auch nochmal befahren können. Und links geht's halt dann gemeinsam nach Rathaus Spandau. Sollten euch einige Sachen ein bisschen sehr merkwürdig vorkommen, ich hab die ein bisschen umgestaltet hier. Ich glaube, geht auch noch weiter mit der Umgestaltung. Mal kicken, wie Zeit und Lust dazu ab. Guten Tag. Na, aber selbstverständlich. Nee, das ist Kurzstrecke, nee. Yeah, 1,70 €. Ach, scheiße, ist ja eine D-Mark-Kasse. Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch noch ändern, und zwar von D-Mark in Euro. Na, jetzt gleich kreuzen wir die Linie M37. Bist du bescheuert oder was? Ja, Mozart, da hast echt recht. Er hat sich ja mal ausnahmsweise hier reimt. So, dann ran an die gute Butze.
Also ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen, aber ich finde, das sieht so trist aus und hier soll definitiv mehr Grün entstehen. Und wenn ich, hier drüben hat man es wenigstens so gemacht, dass hier ein bisschen mehr Bäume stehen, weil sonst war da immer so Backdrop-Scheiß und so. Hier, oder? Ach, Quatsch, doch. Hier, das war, ist ja hier so eine Plantage von Backdrops gewesen. So, seid ihr jetzt alle drin? Super. Und da drüben entsteht schon ein mega Stau. Tja, ich würde mal sagen, Pech gehabt. Klingt zwar fies, ist aber so. Mein Download-Link zum Bus, also zum X-Szenetron, zur Map und zum Paint. Alles in der Videobeschreibung. Hier will nur einer rin, naja, gut. Ja, genau, jetzt hatten wir ja einen Feiertag gestern, Tag der Deutschen Einheit. Oma, ich lieb dich überhaupt nicht. Genau. Ich hab mal ausgerechnet, 27 Jahre ist es jetzt, glaube ich, ja. Da, ich glaube, 27. Doch. Genau, 27 Jahre ist es jetzt her. So lange existiert die Mauer schon nicht mehr. Beziehungsweise die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Tag. Hallo. Aber selbstverständlich. Aber das ist selbstverständlich. Leider. Klar. Hier, bitte. Ja, von daher, dass diese blöden Spiele nicht funktionieren, mache ich das mal so. Ich finde, das Repaint sieht echt cool aus. Ich wollte jetzt nur mal ausweichen, falls der Bus doch nicht rechtzeitig zum Stehen kommt, dass ich nämlich hinten drauf fahre. Ich habe nämlich Kollision an. Also könnte noch lustig werden. Könnte. Ich hoffe natürlich nicht, dass es lustig wird, weil... Ja, Hildegard, Christa. Aber nicht umsonst. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Herr Hildegard. Ach nee. Ja. Ja, Wilhelm. Ich wollte gleich mal ein Thumbnail machen. Mülleimerstraße, wie ich immer so schön sage. Ich weiß nicht, ich nenne die gerne Mülleimerstraße. Also natürlich nicht gegen die Mülheimer, aber ich finde, das passt. Also jetzt nicht, weil ich jetzt die Stadt nicht mag, ich war ja noch nie. Och nee, oder? So. Jetzt ist es 14 Uhr, nicht in der Realität. Tachchen Gertrud. Christo Oma. Ach ja, scheiße. So, Problem gelöst. Ist jetzt mal zu.
Westerwaldstraße. Westerwaldstraße. Richtig. Tachchen, Kollege. Ja, die AI-Liste werde ich auch nochmal überarbeiten. Ich habe jetzt erstmal als Provisorium die NGs aus der MRN-Stadtbus-Familie hier genommen. Die werden natürlich dann auch in der AI-Liste mit enthalten sein. Zum Beispiel hier gibt es gerade Marvel-Bus Repaint. Ja, ich glaube, das werden wir noch öfters sehen. Zum Beispiel Arns, wenn der Großteil der Busse zum Betriebshof fährt, dann siehst du da alle möglichen, teilweise auch manchmal doppelt, manchmal aber auch dreifach. So. Hallo. Tag. Tag. Oh je. Ich dachte, ich habe Kollision an. Oh, warte mal, das will ich jetzt aber mal kurz nachprüfen. Hier sind die Kollisionen an. Jupp. Alter, da hatten wir jetzt aber richtig Glück gehabt, weil wir waren schon in dem drin. Aber haarscharf. Nur jetzt kreuzen wir die Linie 130, beziehungsweise wir fahren ja derzeit auch noch mit dem 130er mit. Wenn er Kurzläufe hat, wenn er zur Westerwaldstraße fährt, nehme ich da hier in diese Seitengasse ein und dann nach vorne gleich nochmal von uns aus gesehen jetzt links. Wartet hier noch was oder? Achso, jetzt kann noch ein Stück vorfahren. Also ich sehe, dass es grün ist, aber ich. Kommt, seht zu, ich will noch rüber, ja. Hier steht auch keine Menschenseele. Hier Simulator-Tage in Koblenz, 26. und 27.8. Da sehen wir zum Beispiel im Hamburg und Paint. Oh nee. Kommt, lasst mich jetzt mal raus hier. Da ist das jetzt euer Horst hier oder was soll jetzt aber? Jetzt lasst mich hier raus. Meine Fresse, das gibt's nicht. Ein LKW nach dem anderen. LKW, Auto, LKW, Auto. Die wollen mich verarschen hier. Jupp. Ich will nicht, wer hier ein- bzw. aussteigen will. Tag. So, ich überprüfe mal das Geschehen hier. Warum fährst du denn jetzt nicht? Achso. Du bleibst stehen. Ansonsten nehme ich dich noch auseinander. Und das wird ein Spaß. Und glaub mal, ich freue mich schon drauf. Genau, also jetzt vorne hier rechts biege ich denn der 337 ab zum Rathaus Spandau und begegnen ihn dann an der Moritzstraße wieder. Tag. Hallo. Ihr könnt mich auch mal. Ich kam gerade schon.
erzählen, ja, das ist schon schwarz. Aber ich finde, wenn es so, wenn man näher ranhielt, so, dass es dann wieder so die Textur aufweist. Da finde ich das dann gut, dass. Na, sag schnell. Dass man es dann trotzdem sieht, weil ohne diesen 4 GB Patch. Da ist es dann ehrlich gesagt richtig am Arsch, sag ich mal. Weil das sieht dann richtig furchtbar aus, weil dann ist Dashboard weiß. Dann, wenn der Rest auch weiß wird, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Ich hab da mal ein Video gesehen von Florian Karl, das ist aber schon Ewigkeiten her, das war ja noch zu diesem Skandal mit dem XC und mit dem Erscheinungsdatum, da hat er mal so 3 Videos gemacht, beziehungsweise ein Video am Stück, aber in 3 Teile geteilt. Und da sieht man dann auch relativ zum Anfang, dass die im Regelfall die Solaris-Busse immer weiß waren. Und das sah ehrlich gesagt nicht so toll aus jetzt. Und ja. Deswegen, also 4 GB Patch. Super Sache. So, jetzt sind wir hier am Todeszirkel, wie man so schön sagt. Falten Sie ja Platz. Genau. Bis jetzt hatten wir noch keine Kollision mit irgendwas. Oder irgendwem. Ach, ich will ja keine Ahnung. Guten Morgen. Ah, wohl gerade grün, das finde ich super. Kommt mir gerade echt gelegen. Oder auch nicht, oder? Doch, du wirst auch grün, ich würde sagen. Was denn jetzt? Oh nee. Und ich sag noch, ja, wir haben ja keine Kollision verursacht und so ein Scheiß, nicht wahr? Da brettert er dahin. Ja, Pech finde ich jetzt, also. Halt die Klappe jetzt. Ja, ja, zu mich auch. Genau, jetzt von rechts, da vorne an der Kreuzung dann rechts, da kommt der. Na, wie hieß er noch gleich? 337 daraus, der hält denn da in dieser Straße. So, jetzt wollen sie jetzt wirklich alle raus. Scheiße. Und ich dachte, ich schaff's auch einmal ohne. Gegeben 0 Euro. Also. Ja. Allerdings dann manchmal auch so, das war mal wieder Omsi seit. Da stand dann, gegeben 0 Euro. Da dachte ich mir auch so, naja, und kosten glaube ich auch 0. Also dann werdet jetzt halt mal fertig. Wollte nur sagen. So, Rathaus Spandau. Großer Umsteigepunkt zur S5 Richtung Strausberg Nord. Zur Regionalbahn Richtung Wismar. Rathenow? Ja, genau, Rathenow. Stendal, Berliner Innenstadt, Cottbus, halt dein Maul, Frankfurt oder natürlich Eck. Ostermark, naja, ist ja Richtung Dings. Potsdam, jetzt hier auch, glaube ich, also mit ein paar Mal umsteigen, schaffst du das auch. Ach, habe ich jetzt schon. Nee, Quatsch, nach Frankfurt kommst du hier ja nicht. Ach, da zähle ich den hier für einen Scheiß. Der hält ja unten erst wieder an Wannsee, das letzte Mal. Gut. Auf jeden Fall kommst du hier in Richtung. Also Richtung Westen, also Sachsen-Anhalt. Oder Richtung
Ne, ist im Norden wäre schon wieder falsch. Ne, doch, Wismar ist ja. Ja, ne, geht ja hier auch nach Wismar. Ach, vergiss das einfach. Hier, dieses Postamt soll ja in der Realität abgerissen werden, oder haben sie schon gemacht? Ich weiß es ja nicht. Ich hab das nur mal gehört, so nebenbei, dass das wohl abgerissen werden soll. Also, kann ich das ja mal kurz zeigen hier. Also, die Scheiße hier soll abgerissen werden, außer dieses Ding hier, weil das der Telekom hier wird. Jeder, der aus Spandau kommt, wird mir versichern können, dass das abgerissen wird. Ich frage nicht nur, wo man diese Textur her hat, wo noch alle da so dran ist und 2007 hat man ja angefangen, das Spiel zu entwickeln. Auf gute Art und Weise. So. N32er mit Hallenabbau-Sektoren-Werbung. Denn was bist du? Hast Vorführwagen 137 Spandau-Freudstraße, also mein Gegenkurs. Schwarzes Auto? Naja, gut. So ist auch in Ordnung. Ich meine, das Auto war ja schon vorher schwarz, also fällt der ja nicht so doll auf. So. Na, ich weiß, ich hab ein bisschen. Ja, genau, läuft einfach durch den Stromkasten. Ah, selbstverständlich. Was geht? Aber selbstverständlich. Gertrude. Aber ich sehe wenig vermisse. Manfred. Den vermisse ich irgendwie. Ich bin gerade dahin an Bord. Ich will mich ein bisschen über ihn lustig machen. Oh, oh. Ich mach mal kurz den Motor aus. Und check erstmal den Bus auf Manfred ab. So oben ist keiner. Nee. Unten ist auch keiner. Also langsam wird es ein bisschen kompliziert. Diese Manfred-Geschichte anbetrifft. Hier ist keiner. Ja, genau. Hier sind übrigens auch mal so Seitengassen, die. Ah, gut. Also, ich spur jetzt auch mal die. Wann ist Abfahrt um 14? Ich weiß nicht, also diese Fahrpläne muss ich ja ehrlich mal sagen. Gefallen mir überhaupt nicht. Du kannst 10 km/h fahren und bist erstmal in 5 Minuten zu früh. Das ist ungelogen. Habe ich gestern auch gesehen. Bin ich mit 30. Wo bin ich denn da lang gefahren? So durch Falkensee. Genau, da bin ich mit 30 durch Falkensee gedüst und hatte dann erstmal schon eine Minute. Dann musste ich immer wieder die Zeit vorspulen. So. Ich habe immer noch eine Minute Verfügung. Das kann es ja wohl nicht sein. 14, naja, mache ich. Nee, warte mal, ich lasse das jetzt einfach mal so. Will jetzt noch jemand drin? Na ja, erstmal schöne Übersicht hier. Wunderland. Häusler. Klosterapotheke. Ah, wirst du gleich. Von Nonnen begrüßt, so Spandauer Bierbrunnen. Ich weiß nicht, ob das Essen da drin lecker ist, aber ich schätze einfach mal schon. Nur was ich ja lustig finde, irgendwo gab es noch mal so eine Anleitung, wie man Häuser texturiert bzw. baut, glaube ich. Im Abschnitt Texturen, da hat derjenige das so ungefähr fotografiert. War irgendwie so hier so, also auf dem Bild. Es war jetzt keine Textur, sondern war einfach nur ein Bild. Da stand einfach mal in der Mitte eine Laterne. Ich frag mich, wie sie das rausgenommen haben. Aber gefällt mir. Gut. Sieht ein bisschen marode aus. Aber gut, das sei mal so dahingestellt. Ich hoffe, das ist nicht der von gerade eben. Ach komm, jetzt wird auch noch diese Ampel rot. Jetzt geht es mir genauso wie am Freitag, weil da bin ich
Ach ja, das hatte ich euch ja schon mal erzählt, dass ich da 6 Kilometer zu Fuß unterwegs war. Und fast jede Ampel, immer dann, wenn ich kam, war rot. Oder wenn es so wie in dem Fall war, war es so, die, sagen wir mal, die hier war schon vorher ein bisschen grün. Und ich will jetzt hier stehen, so, sie ist rot, so, geh rüber und genau wenn ich hier stehe, geht die, also wird die rot. Dann denke ich mir auch so, ach, schöne Scheiße. Und so ging es mir ganz oft so, ja. Zwar nicht immer, aber sehr oft. Ja. Der Ziegelhof. Irgendwas passiert hier gerade schon wieder. Hallo? Haktet? Gerade war Ton weg und das heißt meistens, irgendwo öffnet sich gleich ein Fenster. Und ich will nicht wissen, was das ist, deswegen. Ja. Jetzt hätte ich eigentlich theoretisch auch durch die Tankstelle fahren können. Du sei mal ruhig jetzt hier unten. So, dann hätte ich hier hoch fahren können. Und dann, aber ich glaube, dann würden meine Fahrgästen aber schlecht sein. LKW, fahr mal bitte. Tag, Kollege, was geht ab? Guten Tag. Einmal nochmal bitte. Na, aber selbstverständlich. Noch ein Kommentar, freundlich und es knallt. Ja, zwar kein Kommentar, bin ich immer, aber. Ach komm! Was ist es diesmal? Sag nicht dieser. Nee, das war so ein hässliches grünes Auto. Also ist es mir egal. So, ich rufe doch nicht deswegen die Polizei, das hätte ich mal vorhin machen. So, als ich nur 4 Minuten zu früh war. So, das ist die dritte Ampel in Folge, die rot war. Scheiße, ja, jetzt wird es zwar grün, aber musst du trotzdem anhalten. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein, welche hätten Sie denn hier? Welchen Fahrschein hier? Muss ich mal hier rückgehen? Nehmen Sie sich einmal irgendeinen. Ey, ich überprüfe lieber mal vorher. Ich gehe jetzt nochmal auf Nummer sicher. Kann ja nicht verkehrt sein. Ich weiß nicht, wie auf den Namen gekommen ist, ob das ein Name ist oder ein Kaff irgendwo, weiß ich gar nicht, wo das ist. Hallo. Hallo. Ja, guten Tag. Ah, gut. Manfred ist doch noch am Leben. Gut, ob das jetzt schon so gut ist, ist eine andere Sache. Ah, nee, mein Freund. Jetzt war ich vor. Dein Kumpel musste schon drunter leiden, also Klappe. Und natürlich auch diese hässlichen ollen KI-Autos werde ich ersetzen durch moderne Fahrzeuge der KI. Siebburger Straße, Helvesiner Weg. Jo. Ihr braucht Wagen Spandau. Schon 1,9 Minuten zu früh, aber gut, jetzt bin ich auch mal ein bisschen schneller gefahren. Also habe ich dafür auch kein Verständnis. Einmal eine Kurzstrecke. Eine Kotzstrecke. Das ist die Strecke, die zum Kotzen ist. Ja? Also danke. Machen Sie sich bereit. Halten Sie Ihre Kotztüte bereit für den Fall eines Falls. Ich warne Sie ja nur mal drauf hin. Schrumpelsack und Schrumpelsack.
So. Jetzt sind wir auch gleich da. Jetzt müssen wir ja nicht wie sonst immer nach vorne, dann links, also nicht hier an der Kreuzung, sondern noch eine weiter. Nicht links, ne, rechts. In die etwas abgeschottete Siedlung. Sofort. Was ja auch cool wäre, ist, wenn es hier so, ich sehe irgendwo anders. Na? Alter, also, du bist mutig, ey, wirklich. Ich hab da oben gerade sehr, ich dachte mir jetzt gerade so, ach, bitte lass es jetzt nicht krachen. Ich bin ja gerade noch so glimpflich davon gekommen. Tach, Kollege, was bist du denn, M37er? Oder? Oder habe ich mich jetzt schon mal versehen? Ne, 137. Meine Fresse, ey, das gibt's doch ja nicht. Ich hätte vielleicht mal doch lieber auf Pause drücken sollen, aber scheiß drauf. Ist ja nicht mein Problem. Guten Tag. Kommen Sie jetzt bitte rein. Hallo. Eine Kurzstrecke. Mit dem Zehner. Ah, nee, ist klar. Komm, nach hinten jetzt. Ist hier ein Freundestreff oder was? Nee, doch, das war beide. Ah, da ist euer Freund. Ah, ihr lauft alle in die Richtung, da wo ich auch hin will. Tja, wollt ihr nicht doch lieber mit? So, das werden wir auf Sicherheit überprüfen. Wir sind ja auch gleich wieder am Ziel. Krasse Sache. Läuft auf jeden Fall bei dir. Also irgendwie komme ich mir hier gerade richtig komisch vor, so in Plattenbau. Gut, Plattenbau ist nicht das Problem, sondern die Farbe. Also so wirkt nicht freundlich, das wirkt eher so. Ich will keiner mit. Naja, gut. Na komm, jetzt hier nicht rumspacken, sondern machen, was ich sage. Nicht. Ich Chef, du nicht. So. Danke, Motor. Übrigens nochmal für deine krasse Anlage. Du bist auf jeden Fall ein geiler Zocker. Na, wer sagt's denn? Jetzt funktioniert das mit den Ampeln. Die wissen, wenn ich komme, dann ist mit mir nicht zu spaßen. Schon wieder 2,4 Minuten Verfrühung. Meine Fresse, gibt's nicht. Wann ist 28? So, jetzt musste ich 3 beschissene Minuten vorstellen, damit das hier mal rund läuft. So, seid ihr da? Super. Hoffe nur, die Heerstraße ist nicht allzu voll, weil wenn ja, dann haben wir jetzt gleich erstmal ein richtig dickes Problem. Darauf habe ich jetzt schon gar keinen Bock. Überhaupt nicht. Heerstraße, Magistratsweg. Na, das geht doch noch. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Genau, hier bleibt mal schön stehen. Ich bin ja gestern privat mal mit einem
also mit dem Eindecker vom Doppeldecker hier gefahren, also mit dem MAN NL 312 15 Meter oder bei der BVG auch bekannt als LN00. Man nutzt ja lieber immer die Fachausdrücke der BVG und damit. Nein! Oh. Also das ist ja nichts für schwache Nerven. Ach du Schande. Ja, doch, jetzt bat sich. Jetzt wird es hier langsam voller, also man merkt es. Und wenn ich mir davon schon gesagt habe, na gut, ich bin jetzt eine Minute zu spät. Wahnsinn eigentlich. So, Bretter zuleiten und dann ist Abfahrt hier. Bitte lass jetzt die Ampel nicht rot werden. Ach, kommt jetzt. Jetzt. Ey, jetzt reicht's mir aber. Ach du Scheiße, ja. Oh Leute. So, jetzt reicht's. Jetzt zur Endstation. Reimer wie ich. Na kommt. Weg jetzt hier mit euch. Nee, wisst ihr was? Ich nehme euch noch mit zur Betriebshaltestelle, weil ansonsten komme ich hier ja nicht mehr weg. Ich weiß ja nicht, wo muss ich denn halten? Muss ich hier hinten halten oder vorne? Nee, okay. Hier waren wir mal zu früh. 0, warte, spannend, meine Fresse, halt's Maul. So. Damit bedanke ich mich. So. Bus endet hier. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.